Ein weiteres Side-Event der 24. Handelsblatt-Jahrestagung Energiewirtschaft 2017 war der Workshop zum Thema Agilität in der Produktentwicklung, Design Thinking und Co. Kundenbedürfnisse richtig adressieren. Unter der Leitung der Firma DTCON wurde Design Thinking spielerisch erlernt und ein Verständnis für die Erfolgsfaktoren ermittelt. Design Thinking ist wichtig, weil es eine Methode, aber auch ein Mindset bereitstellt, mit dem ich mich halt sehr nah am Kunden orientieren kann. Ja, es hat eigentlich zwei Phasen. Das eine ist die sogenannte Empathiephase, wo ich erstmal versuche, den Kunden zu verstehen. Und dann kommt die Kreativphase, wo ich dann das umsetze und dem Kunden nochmal präsentiere und frage, hat dir das jetzt wirklich gefallen? Ganz häufig ist es ja so, dass in Unternehmen, vor allen Dingen in großen Konzernen, da wird ewig geredet, da werden 1000 PowerPoints gebaut, Konzepte erstellt. Und ja, wenn man einfach mal so zusammen mit den Händen was erarbeitet, kommt man auch relativ schnell eigentlich auf eine Lösung. Und Kunden, die verstehen häufig sowas sehr viel besser, als wenn man ihnen da ein 10-seitiges Strategiepapier vorlegt. Das spielerische Lernen war für viele Teilnehmer eine schöne Abwechslung zum regulären Tagungsprogramm und bot jede Menge kreativen Input. Ja, ich glaube, sehr wichtig ist es gerade bei uns in der Branche, out of the box zu denken und den Kunden und die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt zu bringen. Und das ist was nicht ganz Selbstverständliches bei einer Branche, die mehr oder weniger aus einem Monopol kam und sich jetzt in Richtung Kunde entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja. Dass man wirklich so miteinander was macht, dass man aktiv wird und nicht nur, sag ich mal, Input kriegt, sondern selber auch Output geben muss und eben wirklich auch mit anderen Teilnehmern, die man vorher gar nicht kannte, irgendwie zusammenarbeiten muss. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Kreativität, die ganz schnell entstanden ist, ganz unkompliziert. Das war total super und fremde Leute stehen am Tisch und kommen in kurzer Zeit zusammen und haben, also ich nehme Ideen mit, ne? Also es ist befruchtend.